Die meisten Menschen, die erfolgreich, glücklich und zufrieden im Leben werden möchten, nutzen diese unglaublich krasse Energiequelle nicht. Deswegen bleibt dran. Hey, willkommen zur nächsten Energy-Tipp. Und diesen Energy-Tipp werdet ihr so garantiert noch nie gehört haben. Denn sonst geht es bei mir immer darum, so hey, okay, wie geht's mir körperlich? Wie geht's mir geistig? Und seelisch, ne? Weil im Endeffekt ist es einfach super wichtig, da diesen gewissen Dreiklang zu haben und in einer gewissen Balance zu leben. Doch fokussieren wir uns gerne in der Persönlichkeitsentwicklungsszene auf die positiven Sachen, auf die guten Gefühle, auf mehr Sport und weniger darauf, was wir hier weglassen sollten, beziehungsweise halt auf die negativen Emotionen natürlich dann auch. Doch sind doch letztendlich, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, die negativen Emotionen ein fundamentaler Bestandteil doch unseres Lebens. Ob wir das nun wollen oder nicht. Und es geht ja ganz, ganz stark immer darum, wie gehe ich mit diesen Emotionen um? Oder nicht? Deswegen frag dich doch einfach mal kurz, wie oft habe ich negative Emotionen und Gefühle in meinem Leben, in meinem Alltag? Stehe ich positiv auf? Stehe ich nicht positiv auf? Und was kommt während meines Arbeitsalltags, im Umgang mit meinen Kindern, meiner Frau? Alles so hoch. Da ist ganz schön viel, was nicht nur reine Liebe und Licht ist. Und wie oft nutzen wir dann diese negativen Energien für uns? In der Regel gar nicht. Wir versuchen, die mal wegzudrücken, in ein kleines Kästchen oder einen großen Raum reinzudrücken und schließen die mit so vielen Schlössern ab, wie wir nur haben. Und ab und zu, wenn wir mal einen guten Tag haben oder einen guten Coach haben oder irgendein inspirierendes Buch gelesen haben, dann machen wir die Tür mal ein bisschen auf und gucken mal uns ein bisschen die Gefühle an und arbeiten vielleicht auch mal so ein bisschen mit denen. Was auch super ist. Ja, gar keine Frage. Doch wirst du immer wieder Punkte in deinem Leben haben, wenn du getriggert wirst. Auf negative Art und Weise in der Regel, sonst würde man ja nicht getriggert werden. Und dann ist ja die ganz wichtige Frage, wie gehst du dann mit diesen negativen Emotionen, mit diesen Triggern in deinem Leben um? So, wir sind ja nicht wirklich so richtig gut im Umgang mit diesen Gefühlen in den meisten Fällen. In den meisten Fällen kommt dann halt eine Gegenreaktion, heißt, dass wir dann quasi gegen die Person, die dafür gesorgt hat, dass wir halt die dementsprechenden Gefühle und Emotionen in unserem Körper wahrnehmen, schießen wir zurück. Irgendwas Unangenehmes in der Regel. Oder schließen uns in den Raum ein, emotional oder physisch, weil wir dann einfach für uns sein wollen, weil wir verletzt sind, weil es uns nicht gut geht. Doch sind das natürlich Wege und je nachdem, was wir gerade für Gefühle wahrnehmen, ist das auch ein durchaus gangbarer Weg, natürlich nicht der optimalste. Allerdings einfach mal die Frage, wie oft hast du diese negativen Gefühle für dich positiv genutzt? Großes Schweigen. Nicht so oft. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich auch nicht. Doch ich nutze die immer öfter und immer lieber für mich in meinem Leben. Beispielsweise heute war ich richtig, richtig pissed. Weil halt was in meinem Alltag nicht so gut gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Der ganze Plan wurde über den Haufen geworfen und ich konnte halt einfach so nicht das machen, was ich mir gewünscht habe. Und jetzt habe ich mich halt hingesetzt und habe halt genau eben diese negative Energie, der Wut, des Zorns genommen und habe mich halt für mein Business hingesetzt und daraus jetzt etwas kreiert, beziehungsweise halt nutze diese Energie, weil erstmal ist es halt Energie. Halt negative Energie, klar. Aber es ist Energie und diese können wir nutzen. So, weil in den meisten Fällen richten wir diese Energie gegen uns selbst, gegen andere Menschen, von denen halt, die in der Regel gekommen ist oder die halt gerade zufälligerweise in der Nähe sind bei uns, oder halt gegen Gegenstände. So, und im Endeffekt ist halt keine dieser drei Optionen wirklich schön. Es reicht nicht für uns selbst. So, aber positive Energien heißt Motivation und wenn wir uns gut fühlen, dann, ne, die nutzen wir super gerne. Die nutzen wir super gerne für unser Business oder für Freunde, für Familie, egal für was, für unser Hobby. Doch können wir doch auch diese negative Energie für uns nutzen. Weil wenn du verstehst, dass es Energie ist, dann betrachtest du ja erstmal diese Emotion ganz anders.
Und wenn du dann natürlich mit ein bisschen Abstand erkennst, okay, wo kommt das jetzt her? Warum fühle ich jetzt so, wie ich fühle? Heißt, aufgrund dieser Situation, der Person, was auch immer, es halt in dir getriggert hat, kannst du erkennen, gut, das ist der Grund, warum ich mich jetzt gerade aufrege, weil es vielleicht in meinem Leben nicht so läuft, weil ich mir was anderes von meinem Partner gewünscht hätte, weil ich in meinem Hobby nicht dahin gekommen bin, wo ich möchte, in meinem Sport und, und. Und dann hast du jetzt natürlich die Option, du kannst wütend auf dich, auf deine Kameraden, auf die Umwelt sein. Du kannst dich einschließen, halt all diese Sachen kannst du machen, klar. Doch bringt dich das weiter? Hilft dir das? Nicht so wirklich. So, aber es ist ja immer noch diese Energie da und die verpufft ja nur nach einer ganz, ganz langen Weile oder du nutzt sie. Viele Menschen gehen dann halt zum Sport und reagieren sich ab. Aha, da ist ja schon quasi die Lösung so ein bisschen in dem Satz drin. Sie reagieren sich ab. Was im Sport, wenn du jetzt beispielsweise beim Fußball eine Niederlage hast einstecken müssen und gehst nach dem Spiel beispielsweise irgendwie nochmal Technik trainieren oder sowas, wäre das ja schon mal ein positiver Nutzen dieser negativen Energie. Aber dasselbe kannst du natürlich auch im Business machen. Hast gerade eine Niederlage, hast nicht das bekommen, was du wolltest, was auch immer da halt so passieren kann im Business. Anstatt jetzt ein Trinken zu gehen oder flennen zu gehen, was auch immer, kannst du halt eben diese Energie für dich nutzen. Heißt, dass du dich hinsetzt, schreibst ein neues Essay, entwirfst ein neues Produkt, setzt dich hin mit deinen anderen Mitarbeitern oder Kollegen und schaust, okay, was können wir jetzt daraus machen, dass das nicht nochmal passiert. Was können wir ändern? Wie können wir das Produkt verbessern? All diese Sachen kann man machen. Wenn du jetzt Single bist und besser, warum auch immer, oder ist natürlich durchaus verständlich, wenn du jetzt beispielsweise Single bist und ärgerst dich darüber, dass du halt Single bist. So kannst du das halt machen. Das hilft ja aber nicht. Das ändert ja die Situation per se nicht. Wenn du dich jetzt aber hinsetzt und schaust, okay, was kann ich tun, um meinen Wert als also meinen Marktwert zu steigern und das dann auch wirklich tust, dann ist das ja ein super Nutzen, den du daraus ziehst. Sei es jetzt, dass du mehr Sport machst, dass du dich besser pflegst, dir andere Klamotten holst, deine Ausdrucksweise verbesserst, was auch immer es ist. Es ist ja erstmal was Gutes, wenn es dir hilft. So, dasselbe kann halt auch sein, wenn dein Partner dich getriggert hat, wenn die Beziehung gerade nicht so läuft, kannst du natürlich total wütend auf deinen Partner sein und und. Aber das hilft euch ja nicht, wenn ihr euch jetzt gegenseitig angeht. So, dann kannst du jetzt halt überlegen, okay, was kann ich tun, um diesen Konflikt, den wir hatten oder diesen Trigger in der Beziehung, wie kann ich den jetzt aus der Welt schaffen? Natürlich ist es in der Beziehung so ein bisschen schwieriger. Kannst jetzt schauen, okay, ziehe ich meinen Partner jetzt mit in diese Überlegung ein, mache ich das erstmal für mich alleine, spreche ich da mit Freunden drüber, dass du einfach schaust, okay, welcher dieser Wege funktioniert für mich. Und ihn dann zu gehen mit halt eben dieser Energie, um aus dieser negativen Energie etwas Positives zu kreieren, dass eben diese negative Energie nicht noch wieder in deinem Leben auftritt. So. Und ich finde einfach dieses Konzept total schön, denn letztendlich zeigt uns ja diese negative Energie ja nur etwas auf in unserem Leben, das wir verändern wollen, weil sonst würde es ja quasi nicht uns sauer aufstoßen. Uns würde ja halt eben diese Emotion nicht hochkommen. Weil wenn alles super wäre, dann wäre ja kein Grund der Veränderung da, beziehungsweise kein Grund des Triggerns. Also hat es ja etwas Gutes. Und da ist halt einfach das Wichtige, dass wir halt eben das nutzen für uns und unser Leben. Und da kannst du einfach mal wirklich schauen, okay, was kann ich denn jetzt quasi für mich als Framework kreieren, halt als Konstrukt kreieren, dass wenn ich halt wütend bin, sauer bin, getriggert bin, was kann ich machen, dass ich schnellstmöglich diese Energie für mich nutzen kann zum Positiven. Heißt, dass du weißt, okay, wenn ich jetzt wütend bin, gehe ich raus, gehe ich an diesen Ort, ich nehme mein Journal in die Hand, weiß nicht, geh spazieren, dass du halt erstmal aus diesem Konflikt rauskommst und dann aber halt auch so schnell wie möglich darüber nachdenkst, was kann ich jetzt tun, um diese Situation für mich positiv zu verändern. Und dann wirst du auch ganz schnell merken, je schneller du quasi
einen veränderten Zustand kommst, fühlt sich es halt auch besser an. Und wenn du dann halt daran arbeitest, dass die Situation sich ändert, fühlt sich es noch direkt viel besser an und diese negative Energie verpufft dann quasi zum Positiven. Also mega, mega geil und probier es einfach gerne mal aus, beziehungsweise gib mir gerne mal in den Kommentaren ein Feedback, wie du die Idee findest und ob du da vielleicht nochmal ein paar Tipps oder Hinweise brauchst. Würde mich riesig darüber freuen und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao.